Hallo, heute geht es um eine ganz, ganz archaische Skala und damit verbunden in dieser Episode ist auch eine kleine Challenge für dich. Das heißt, es gibt eine kleine Aufgabe, wenn du magst. Wir befinden uns hier in den Endtagen des Jahres 2022. Wenn du jetzt die Folge live hörst, dann hat das auch ein bisschen was mit Silvester hier zu tun. Aber wenn du es später erst entdeckst, diese Episode, dann ist das Thema natürlich genauso aktuell. Ich bin Klaus und das hier ist eine Folge von Besser Improvisieren von der Jazzschule Berlin. Also, um was geht's heute? Es geht um eine Skala, die sehr, sehr archaisch ist und ich spiele dir jetzt mal auf meinem Lieblingszweitinstrument, nämlich die indische Bansuri-Flöte, ein paar ganz einfache Melodien vor, bekannte Melodien natürlich, die alle etwas gemeinsam haben. Was haben sie denn gemeinsam? Hör mal. So, ja, was war das? Das waren vier eigentlich fast gospelhafte Lieder und ich habe sie sozusagen im Modalstil gespielt, nämlich einfach nur über einen Grundton. Ich habe nicht die richtigen Akkordtöne im Bass gewählt, absichtlich. Das unterstreicht sozusagen diesen modalen oder besser gesagt diesen archaischen Charakter. Ja, dann kann man besser vergleichen, was mit den Melodien los ist. Und vor allem die Melodien passen natürlich auch immer über den Grundton. Ja, die Songs waren, also das erste Stück war Swing Low, Sweet Chariot. Das zweite war Amazing Grace. Das dritte, und damit kommen wir zum Thema Silvester, das wird im englischsprachigen Raum als Goodbye-Lied gespielt. Das alte Jahr wird verabschiedet, nämlich Old Long Sign, ja. Und dann habe ich noch eine etwas modernere Nummer mit reingestreut, beispielhaft. Und die habt ihr vielleicht auch erkannt, das war die Einleitung zu Don't Worry, Be Happy von Bobby McFerrin. So, und was haben die Songs, die vier, jetzt alle gemeinsam gehabt? Ja, sie bestehen natürlich aus dem gleichen archaischen Skalenmaterial. Die Songs bestehen einfach nur aus der Dur-Pentatonik. Das sind die Intervalle 1, 2, 3, keine 4, die 5 und die 6, keine 7. Also wie die Durtonleiter, aber keine Quarte und keine Septime. 1, 2, 3, 5, 6, 1. In C-Dur wäre das C, D, E, G, A. Ich habe aber jetzt das auf einer Flöte gespielt, die in S gestimmt ist. Also waren die Töne S, F, G, B, C. Also B-Flat, C. Pentatonische Skalen, aber auch vor allem diese Dur-Pentatonik, gibt es in allen Kulturen dieser Welt. Das ist wahrscheinlich die Ursprungsskala überhaupt. Die gibt es genauso in Indien wie in China, wie auf Bali und so weiter und so weiter. Zum Beispiel heißt die Skala, die Dur-Pentatonik, in Indien Raga Bhupali. So, und die Challenge für heute ist die,
Du nimmst das Playback, was du an Bay findest, in welchem nur der Grundton gespielt wird und dann immer die Hi-Hat auf 2 und 4 so schnipp schnipp macht. Und zu diesem Playback improvisier einfach, aber dann komponier eine Melodie. Und die Aufgabe ist, nicht irgendeinen Murks zu komponieren, sondern eine klassische Melodie, eine, die in Stil so ist wie die vier Songs, die du gerade gehört hast. Sprich, die Melodie muss die Qualität haben, dass wenn man sie einmal gehört hat, sie nie wieder vergisst. Einmal vorgespielt und alle können sie mitsingen oder können sie sich merken. Und da wirst du sehen, das ist natürlich was vom Schwierigsten überhaupt. Wenn das jeder könnte, dann könnte jeder am laufenden Meter die ganz großen Songs, Hits und irgendwas Spirituals und Gospels komponieren. Okay, also mit dieser kleinen Aufgabe, ach ja, bevor ich es vergesse, und natürlich, wenn du was Schönes zusammengekriegt hast, von dem du denkst, das ist ein echter Klassiker jetzt, dann schick uns das bitte. Der beste Song wird natürlich dann prämiert von uns. Okay, in diesem Sinne wünschen wir jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr, und wenn du die Folge im April oder September sonst wann im nächsten Jahr gehört hast, dann wünschen wir dir trotzdem auch schon mal prophylaktisch für das dann folgende Jahr einen guten Rutsch. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst hier von Besser Improvisieren, dann trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Ja, und klar freue ich mich auch über ein Feedback von dir, vor allem aber über Anregungen, also zu welchem Thema wünschst du dir vielleicht eine neue Episode? Schreib das gerne in die Kommentare hier rein. Alles Gute fürs nächste Jahr und tschüss.